Die für heute nominierten Filme sind Espresso von Alexander Grazer, The Best Is Yet To Come von Alina Gröter, Lena Kubesch und Leo Mühlfeld, Rico von Pascal Rosengart, Role Models in Housing von Paula Brücke und Thomas Musil, Scan von Florentin Scheicher. Nun wünsche ich Ihnen gute Unterhaltung und gute Entscheidung. Hallo? Herr Ober? Herr Ober? Fantastisch. Gefällt mir sehr gut. Hast du es verstanden? Ja, du bist der Ober, gell? Hab's mir gleich gedacht. Ober, Herr Ober. Na, witzig. Ja, ja, der karierte Tisch mit dem Salz, den kenne ich. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Vielleicht, dass man sich irgendeinen Chip einbauen lässt, den man telefonieren kann. Irgendwelche SMS verfasst und also sie aussprechen und dann schreibt es auf und schickt es weiter. Man schickt eine Rennschnecke los und die überbringt dann die Nachricht. Telepathie wahrscheinlich. Man wird auch nicht mehr reden, man wird gar nichts mehr machen. Sich angucken und sagen, okay, alles verstanden. Mit so einem runden Teil, wo man so einen Knopf drückt, dann drückt man eine Nummer ein und dann hallo, hallo. Dann haltet man das zum Mund und redet. Das Hörgerät ist so ein Kabel, was man rundherum wickeln kann und dann ins Ohr stecken kann, damit man es hört. Hallo, ist der Rico da? Hallo Nils, nee, der tut mir leid, ihn nochmal einschläfern lassen. Ihr habt was gemacht? Einschläfern lassen. Der hätte sich nur noch gequält, es wäre einfach kein lebenswertes Leben mehr gewesen. Aber ihr könnt ihn doch nicht einfach einschläfern lassen. Ja, das ist hart, aber schau dich um. Ich meine, das hier hätten wir ihm alles nicht mehr zumuten können. Der war völlig am Ende, auch wegen der Schule und so. Und dann, das wäre immer nur noch schlimmer geworden. Oh, hallo Heidi. Hallo, lange nicht gesehen. Entschuldige bitte, ihr könnt ihn doch nicht einschläfern lassen. Ach, hast du es schon erzählt? Nee, aber das war wirklich das Beste. Auch für ihn. Nils, gehst du schon mal vorspielen? Ich komme gleich nach, ja? Mhm. Und wo habt ihr das machen lassen? Du, der Rico hat den Schnupfen, ne? Da waren wir beim Hausarzt und da hat der uns gefragt, ob wir den nicht einfach einschläfern lassen wollen. Ne? Heidi, du weißt ja, wie das ist heutzutage. Die Leute waren auch mal glücklicher, bevor der so ein sinnloses Leben in Traurigkeit führt, ja? Depression, Heidi, G8, ja? Flüchtlingskrise, Immobilienpreise. Da haben wir gedacht, also es ist wirklich das Beste. Today, after many years of a declining population, Vienna was after the First World War at the end of the country and with the Cold War at the end of the Western world, the city got back into the game with the fall of the Iron Curtain and the entry into the European Union. It took some years, but today many, too many as some probably think, are moving to Vienna. To deal with this population increase, Vienna declared Gemeindebau neu, a new start of the communal housing program, trying to satisfy people who fear for affordable housing. But is it the solution to desperately go back to a glorious past where strong political ideologies formed the housing program? But there are also new forces and ideas. Private people are joining in groups, reclaiming their right to do it themselves, to start their own projects, to build apartment blocks for themselves, serving their own needs and ideas. What does social housing mean to us? Communal housing is a top-down idea for a certain group that cannot afford rents of the free market. Shouldn't housing evolve from the society itself
and deal with living space for everyone, giving the right but also the duty to the citizens to co-create their environment? Could the city of Vienna depart from the idea of acting as a builder but to enable others? Aber jetzt wird das Geheimnis gelüftet. Spannung und nachdem steigt. Die Jugend spricht, dann übergebe ich jetzt das Mikrofon an die Leonie. Du wirst verkünden, wer den Hauptpreis hat. Es war ein wirklich knappes Rennen bei allen Filmen. Und der Gewinner ist Espresso von Alexander Kratzer. Und ich darf die Nadine Wille nach vorne beten, die stellvertretend den Preis entgegennehmen wird. Leider haben wir gestern noch erfahren, dass der Alexander Kratzer heute nicht anwesend sein kann. Deshalb können wir ihn nur symbolisch übergeben jetzt an eine Mitarbeiterin des Künstlerhauses. Aber ich bin überzeugt, der Alexander wird das sehr schnell erfahren. Als ich selber die Welt um mich herum erblickte, sah ich nur eines: zerstörte Staat, Blut, Gewalt. Überall herrschte nur die Hoffnungslosigkeit. Ich dachte, so sei das Leben. Aber als ich hier angekommen war, hatte ich
gemerkt, dass das Leben nicht so ist, sondern das Leben hat tatsächlich einen Sinn. Und der Sinn sei, den anderen Menschen zu helfen, den anderen Mitmenschen beizubringen, dass das Leben nicht eben Hoffnung sei, Hoffnungslosigkeit, aus Hoffnungslosigkeit besteht, sondern wir müssen einander helfen. Und das sollte der eigentliche Sinn des Lebens sein. So, ich hatte das versucht, kurz in meinem Film zusammenzufassen und irgendwie zu zeigen, dass, ja, wir können alles schaffen, wenn wir wollen. Und das hatte ich kurz versucht. Und ja. Mein Name ist Silvester. Ich bin mit der Rebecca zusammen der Gründer des Vereins Aniki. Wir haben den vor etwa 2 Jahren gegründet und wollen eigentlich über das Medium Animationsfilm Leuten, also Menschen mit, vor allem Menschen mit sozial benachteiligten Umständen oder die in einer Situation, in einer schwierigen Situation sind, die Möglichkeit geben, sich selbst auszudrücken. Ja, und der Film, den Sie jetzt gerade gesehen haben, war einer von 3 Filmen, die während des Projekts mit minderjährigen Flüchtlingen gefilmt wurde. Wurde an 7 Tagen ungefähr fertiggestellt. Also wir haben jeden Tag ungefähr 4 Stunden gearbeitet. Bedanke mich noch einmal. Wir gratulieren ganz, ganz herzlich noch einmal Ali Akbar zu dem Preis und wünsche noch einen schönen Abend.